Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Test Counter-Strike Global Offensive. Ja, und zwar ist das eine Special-Folge aus folgenden zwei Gründen. Erstens, es ist das erste Let's Test auf unserem Kanal und ich hoffe nicht das einzigste, also was sage ich da, es ist das einzigste Let's Test auf unserem Kanal und hoffentlich auch nicht das letzte. So, richtig, mein Gott. Ja, und das zweite Spezial ist, Alter, baller mir noch nicht die Ohren voll, ich muss das Let's Test anfangen. Jedenfalls, das zweite Spezial ist, ich bin zum ersten Mal mit Webcam da, ja. Und für die, die sich unseren Kanal häufiger mal anschauen, ich bin der liebe Philipp. Tach, YouTube! Wir werden sehen, ob ihr den lieben Dave auch irgendwann mal sehen werdet. Im Moment nicht, und Alter, die ballern mir die Ohren voll, ich kann es echt nicht glauben. Und zwar hatte ich gerade eben schon mal so eine... Naja, ich habe versucht, mit der Webcam aufzunehmen, nur habe die falsche Taste gedrückt, muss F12 drücken, um aufzunehmen. Hab F10 gedrückt, was ich von Fraps gewohnt war. Dumme Sache, also ging so ungefähr eine Stunde Aufnahme, jetzt erstmal verloren. Na gut, ging nicht verloren, weil ich überhaupt nicht aufgenommen habe, Junge. Wie geil hat der denn bitte schon geschrien? Und wir drücken jetzt einfach mal auf Go, ich hatte gerade so einen geilen Lauf. Das wäre richtig nice gewesen, aber natürlich, wie wir das kennen... Oh, ich kann den Map gar nicht. Natürlich, wie wir das kennen... Ist das immer so, dass alles mit den Aufnahmen genau dann rumspackt, wenn alles geil ist? Und hier haben wir einen Typen. Komm, wo bist du? Das waren zwei. Ich wusste doch, da war jemand. Oh fuck, jetzt kenne ich mich in der Map überhaupt nicht aus. Seid ihr alle? Also ehrlich, Antiterror-Einheit finde ich immer noch am besten. Jetzt machen sie mich alle kalt. Das ist hier gerade darf ich alle umgenietet machen. Einmal erster Platz, dann auch zweimal hintereinander dritter. Und jetzt kommen die Pimpnasen hier. Ich weiß nicht, wie ich auf Pimpnasen gekommen bin. Frag einfach nicht. Ach ja, und ich hatte auch bei der Aufnahme zum ersten Mal jemanden. Erstmal jemanden mit dem Messer getötet, nur wurde das dann auch nicht abgezeichnet. Na, oh, scheiße, ist das blöd. Egal, jetzt können wir wenigstens aufnehmen und diese Folge werde ich auf jeden Fall jetzt hochladen, weil das jetzt war. Ach ja, das. Ich hätte die letzte Folge vermutlich nicht hochgeladen, weil ich das blöd eingestellt habe, sodass mein. Naja, das Webcam-Bild von dem hier. Hinter der. Hinter dem Video hier vor mir verborgen war. Sodass man noch nicht mal mein Gesicht gesehen hat, sondern nur einen Teil der Webcam, also diesen linken Teil. Da! Oh ne, das ist ja umgekehrt. Da, seht. Also nur diesen Teil haben die gesehen. Das ist so ruhig. Jedenfalls nur den Teil habt ihr gesehen, sodass ich eh nochmal von vorne anfangen müsste. Aber... Assassin's Creed... Oh, dann schreibt er auch noch Creed falsch. Ich werde verrückt. Na gut, vermutlich was vergeben. Ja, wenn man schon Assassin's Creed 9784335797 sagt, dann kann man sich schon denken, dass jetzt der Name noch nicht vergeben sein wird und dass man Creed auch mal richtig schreiben kann, aber wir warten auf sie. Wir warten auf sie. Na gut, wir warten nicht auf... Oh... Dann sind die nach links gelaufen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Mein Gott. Ach ja, und... Übrigens, ich bin kein Spezialist in dem Game. Also gerade eben war ich top, ja. Aber jetzt bin ich flop. Reim, Treffer! Ja, und es würde mich mal interessieren, ob ihr das hier so super findet, wie ich das hier mit... Dass ich das hier auch mal mit Webcam habe, etc. Also... Wow, erster Kill! Ja, 15. Tod! Ja, ob ihr das so geil findet, dass ich das jetzt auch mal mit Webcam mache und dass ihr auch mal mein Gesicht sieht. Seht auch. Ich bin mal in Deutsch. Jedenfalls, also, würde es mich doch mal interessieren, schreibt doch auch mal in die Kommentare, ob ich jetzt auch insgesamt von dem Counter-Strike Let's Test oder Let's Play oder was auch immer das hier dann ist, ob ich davon dann weitere
ob ich davon dann weitere Aufnahmen auch machen soll und ob euch dieses ganze Format hier dann auch mal mit Webcam überhaupt gefällt. Schreibt mir das mal auch mal in die Kommentare oder gebt dem Video einfach einen Daumen hoch und dann interpretieren wir das dafür rein. Los, dreh dich um. Da hat jemand hinter dir geschossen. Jemand hat hinter dir geschossen. Oh mein Gott, warum dreht er sich denn nicht um? Jemand hat... Oh, ich verfolge dich. Ich verfolge dich. Och, Kind. Tja, rumgelaufen. Oh mein Gott. Fuck. Oh oh. Oh, oh. Push. Es sind zwei. Ich muss strategisch vorgehen. Ja, das war strategisch. Das war meine Strategie. Das ist nicht, dass es strategisch gut sein muss. Meine Strategie ist eben strategisch schlecht, also. Mann, ne Schritte. Ja, da waren Schritte. Ui. Auch so geil. Ich habe eine Shotgun in den AK-47. Ich baller einmal in den rein, der ballert einmal in mich rein. Ich bin tot. Ja, okay. Ich sollte dazu sagen, das war eine ziemlich kurze Runde. Ich bin in ein Spiel gerade reingejoint. Deswegen bin ich auch der Letzte. Wir fangen gleich weiter an und... Komm, wir machen mal... Das Game Office. Oh, es gibt ja. Nein, 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 mach noch einer Mirage. Dann haben wir so ein ausgeglichenes, so 50-50, wer drankommt. Mach einer Mirage, bitte. Bitte. Oder kann ich raus? Kann ich? Oh. Wäre geiler gewesen. Ich kenne beide Maps noch nicht, glaube ich. Also, Cobblestone kenne ich. Okay, ich kenne die Map. Ja, also, ich kenne noch nicht jede Map. Und ich bin auch ein. Anfänger in diesem Game, also kritisiert nicht gleich alles, was ich jetzt hier so mache für eine Scheiße, sondern kommt runter, ich bin Anfänger, ich schaffe hin und wieder mal Kills, gerade eben war ich Erster. Na gut, das kann jetzt jeder behaupten. Und wir gehen mal zu den Terroristen mit Assassin's Creade, denn der schreibt sich ja immer falsch, deswegen nenne ich ihn Creade. Öffnen Sie das Kaufmenü, ich drücke B, nichts passiert, B, 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 B. Bitte. Ich käme mir schon peinlich vor, wenn ich den jetzt nicht erledigt hätte. Oh, da zählt der Kill gar nicht. Tja, aber der Kill. Der Kill zählt für den Typen auch. Oh, jetzt bin ich hier auf dem Dach. Dach ist beschissen. Und übrigens, für die, die es nicht wissen, ich bin der Typ da oben, der dritte Platz. Nein. Dritter Platz schon. Hammer. Dritter Platz immer noch. Also ich bin der Typ mit dem Fragezeichen. Ich habe noch kein Profilbild, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das hochladen soll. Scheiß drauf. Ich hätte das Messer nehmen sollen. Wie gerade eben. So, diesmal gehen wir hier lang. Hab dich gesehen. Aber ich liebe das, wenn man so richtig. Ich liebe das, wenn man so richtig geile Headshots. Oh, ja, das war klar, okay. Wenn man so richtig geile Headshots dann auch verteilen kann. Ist doch irgendwo einer. Okay, dann ist da niemand. Mein Gott. Das ist meiner. Nein, nein, nein. Oh. Junge, das waren Millionentreffer, um aus Star Wars. Hier, das war. Oh. Millionentreffer war das. Das war noch geiler als der Todesstern. Millionentreffer. Das war richtig bad. Oh. Scheiß-Treffer. Oh. Oh, das ist so unser Double Gun Action für alle, die es nicht wissen. Ich liebe Double Gun und verkacke sofort, wenn ich sie habe. Na gut, mach ich nicht immer. Aber ich verkacke so generell ziemlich oft. Aber ich bin trotzdem Dritter, also.
bin top, ich bin der Master Chief bin ich. Shotgun war nicht die beste Wahl dafür. Shotgun war auch nicht die beste Wahl dafür. Okay, jetzt gehen wir mal hier lang. Wir gehen jetzt ums Schlachtfeld herum und attackieren die von hinten. Wir flankieren die jetzt. Oh, da bin ich dabei. Oh, ich hab die eh, okay. Okay, jetzt hier in den Graben. Unterirdisch. Wir bewegen uns leise vor wie ein Tiger. Wie ein Tiger, der seine Beute sucht. Und dann schlagen wir lautlos zu. Wie schon gesagt, wie ein Tiger. Wir sind hier irgendwo. Ich höre ihre Füße. Ich höre ihre Füße. Wie sie auf dem ebenen Holz einschlagen. Ey, das war meiner! Oh, Kind. Bist du nicht so erschreckend? Junge, mein Mund. Hammer. Rechts, 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 rechts. Nein, nein. Er ist oberirdisch, oben, sage ich Ober. Warum habe ich Ober gesagt? Ich weiß nicht, warum ich Ober gesagt habe. Ist der hinter mir her? Wer ist hinter mir her? Ey, komm zurück! Komm zurück! Junge, steht da hinter mir und ballert an. Hat kein Magazin mehr. Da hackt das Spiel kurz. Ich werd verrückt. Eine Fresse, nee. So geht das aber nicht hier weiter. Nee, ich will hoch. Warum kann ich nicht hoch? Oh, das ist unfair. Ich will hoch. Mann. Geht aber nicht. Ich kann da nicht, wollt ihr mich verarschen? Okay, hier finde ich vielleicht lieber die, ist besser. Mal gucken, ist da einer? Nein, da ist keiner. Gut. Schon mal 1 von 2. Okay, ich muss aufs Dach. Nein, 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 nein. Ja, wenn da 2 kommen, natürlich. Dann ist es unfair. Ich zu zweit komme hoch, dann fangen sie an sich zu beschweren. Oh oh, das sind schon wieder Schüsse überall. Tja, ich hab dich auch gesehen, du bist nicht der Einzige, der Augen hatte, ne? Ja, die sind da oben. Okay, die sind doch nicht da oben. Einer ist hier, ne? Einer ist doch nicht hier. Ich denke die ganze Zeit, ich kenne mich hier super aus, ich weiß, wo die überall sind und dann. Echt, die sind gar nicht da. Ja, dachtest du dir so einfach mich abknallen, ne? Ein Kid. Wen habe ich denn bitte schon getötet? Junge, wo sind die überall? Die nerven mit ihrem Getrampel. So, auf dem Dach, ja, okay. Oh, ist klar, der hat ihn getötet. Sag, ich habe ihn entdeckt. Etc. Und da kommt der an. Ja, ich hab ihn aber getötet. Oh. Ich geh in die andere Richtung. Da sind welche unten. Okay, ich geh jetzt mal hier raus. Ich verweile sich die ganze Zeit über da. Wird nicht mehr. Okay, weiter geht's. Wo seid ihr? Ah, du stehst immer noch da. Ja, du kannst immer noch hier. Ah, so. Schwer. MPs. Gewehre. Willst du MPs? Welche hätte ich denn gerne? Mit dir. Okay, man kann das jetzt also nur am Einstieg machen. Okay, dann hätte ich mir vielleicht lieber eine Shotgun nehmen sollen.
Dem bin ich besser dran. Oder so zwei Knarren. Junge, ist der behindert? Trifft er mich nicht. Ja gut, ich bin genauso behindert, wenn es ums Treffen von da geht. Aber trotzdem. Oh. Diese Schüsse, wenn die Schüsse immer so neben einem einschlagen. Oh, dieses Gefühl. Dieses Gefühl, dass einfach das am Arsch bist. Ja, und ich bin am Arsch. Ich weiß so weit vor. So, ich hätte jetzt gerne eine Shotgun. Boah, klappte mir einfach mein Schuss. Oh, schon wieder. Da oben ist der, da oben ist der. Kann der bitte hier hinkommen? Oh, der kommt gar nicht da hin, was ein Arsch. Okay, ich cleare jetzt den Ort hier. Da ist niemand. Ist hier vielleicht jemand? Nein, ist auch niemand. Junge, ich bin die ganze Zeit in diesem Scheißhaus. Dann sind die da auch hinten. Denkst du? Ja, er hat hier die Skills. Das ist perfekt. Oh, ich renne meinen Tod jetzt erstmal. Ja, sag ich ja. Mit der Aug. Oh, so ein Pussygewehr. Okay, die sind immer noch da. Oh, 9 Sekunden. In den letzten 9 Sekunden. Hammer. So genau vor seiner Fresse. Hier bin ich. Was sagst du jetzt? Oh, ich habe eine Waffenkiste gefunden. Nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Map. Dann beende ich dieses Let's Test. Denn es ist nur ein Let's Test. Und, ich nehme Nuke. Nein. Oh, jetzt geht der von Nuke weg. Wie geht der überhaupt von Nuke weg? So, nein. So. Ergeben. Oh, jetzt habe ich meine Stimme verpasst. Wenn der von Nuke weggegangen ist, warum macht man denn sowas? Ah, ja, die Map kenne ich auch. Hauptsache, ich sag so, ja, ich bin Einsteiger, ich kann noch nicht alle Map. Kenn ich auch. Ja, die kenne ich auch. Los geht's. So, jetzt gehen wir wieder zu der Anti-Terror-Einheit. Oder waren wir da gerade auch? Egal. Schwer. Diese Shotgun hätte ich gerne. Obwohl, ich sollte mir ja eigentlich immer die andere nehmen. Die ist eigentlich besser. Diese Dingens-Shotgun, die auch so ein Munitionsfach hat. Also so ein Magazin. Ein Shotgun-Magazin. Die ist eigentlich besser. Ja, ich sollte mir wirklich lieber die holen. Okay, geht mal in diese Richtung. Warte. Oh, nee. Sag nicht, jetzt gibt's hier irgendeinen Typen, der ist die ganze Zeit was labert. Ich hatte schon mal so einen. Ah, das ist die Shotgun, die ich meine. Die hat ein Magazin, womit man die super schnell nachladen kann. Und die hat auch noch eine richtig gute Durchschlagskraft. Die ist richtig nice. Rechts, links, rechts, 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 rechts. Hier rechts. Da unten haben wir niemanden. Gut. Guck mal, wie man da hochkommt. Ja, durch Cheats, aber. Nein! Da seht ihr mal, wie schnell man nachladen kann. Oh, das war meiner. Ich fasse es nicht. Klaut dem einfach mal einen Spieler, Junge. Was ist denn für einer? Vorsichtig. Oh, sie sind nicht da, doch, sie sind da. Seht ihr jetzt, warum ich diese Waffe so mag? Ja, die geht richtig ab. Zäpfchen!
Ich habe ihn nur willkommen geheißen. Was ist mit dem anderen? Der hat mich da, oder? Der ist doch hinter mir hergelaufen. Oh, toll. Ihre Kaufzeit ist abgelaufen. Super! Oh, ich werde schon dritter. So schnell geht das. Okay. Ja, halt's mal. Lala! Das ist ein clean kill. Das ist auch ein clean kill. Och, Kinder, hört auf den an! Kauft euch Skype! Genau. Gebt extra Geld auf, um euch Skype zu kaufen. Kuckuck! Kuckuck. Schlechter Plan. Nein. Nein. Oh. Was ist das denn? So, wir müssen zu Bombplatz A. Da kann man am besten schießen. Junge, sind das da noch Deutsche? Nein, ich bin Zweiter. Hey. Geht doch. Moment. Pardon, Bombplatz B. Kinders! Okay. So, jetzt. Oh. Fuck. Warum machen die das immer so scheiß schnell? Was soll man das da machen? So. Tja. Project 90 halt. Ich liebe Project 90. Die ist so richtig. Vor allem in manchen Spielen werden die werden ihre Schüsse lila angezeigt. Ah, so, verzeiht man. Tode. Weggebaut. Junge. In den Fuß und dann, Backsmash. Deswegen liebe ich die Project 90. Der Assassin's Creed! Sag, Bruder, kann was mich. Oder geh du in die Ecke, ich bleib hier. Sein Klischee geht oder auch, ja? Junge, der Special. Können die nicht einfach sich Skype holen? Das, was. Wo ist die Schwierigkeit? Sich Skype holen? Überhaupt, wo ist die Logik? Ich meine. Man spielt mit anderen. Man spielt mit anderen Ballerspiel, ne? Ein Spiel, wo man versucht, die anderen abzuknallen. Und dabei sagt man dann im Spiel, wo man ist, ja, okay, ich steh jetzt unter der Brücke, ne? Wenn ihr über der Brücke irgendeiner langkommt, dann ist der tot, ne? Tja, dumm gelaufen. Ist doch so, das ist richtig bescheuert. Und dann stört man auch noch alle anderen Spieler damit. Tja. Das geht einem auch mal richtig im Sack. Ja, genauso wie das. Wenn du mit der Shotgun hast, dann so boom, tschüss, du bist tot. Ah, ich liebe das. Kinder! Vollautomatik ist besser. Los geht's. Oh, ich bin Vierter. So geht man ran! Ich hab mein Leben dafür geopfert. wie ist der denn geflogen, Junge? Springt der da runter und fliegt voll in verreckt. Und dann erschieße ich den, der fliegt voll geil weg. Wie Hammer. Hammer geil einfach nur. Oh so, jetzt bin ich wieder dritter. Oh, das hier ist keine Shotgun. Muss ich schon denken, ich verwechsel die schon ziemlich. Dann gehe ich immer ganz lang. Ha! Oh. Soll ich gehe rechts? Oder gehe ich doch? Da ist nämlich ein Fragezeichen. Ich gehe rechts. Ich riskiere es jetzt einfach. Okay, mein Kamerad hinter mir. Er steht hinter mir, der Junge. Wir packen das Ding.
Tja, das war meiner und ich bin auf den zweiten Platz geschossen. Ey! Schnell nachladen. Wir sind ja irgendwo. Immer auf die Map achten. Das ist der Trick an der Sache. Immer einen Blick für die Map. Okay, hier rechts haben wir einen. Den schnapp ich mir jetzt. Okay, oder ich schnapp ihn. Assassin's Creed wieder. Was hat der Junge gegen mich? Oh, jetzt bin ich wieder Vierter. Kann ich nicht einfach die Bomben. Ah ja, ich bin ja Antiterrorist. Warum dürfen die Terroristen eine Bombe platzieren, aber die Antiterroristen nicht? Das ist echt dämlich. Ich will auch eine Bombe platzieren, alles in die Luft. Ich liebe dieses Spiel. Ist einfach so. Nein! Kann man sogar richtig gut beschreiben. Tja, was holst du auch dein Messer aus, doof? Man könnte auch so einen Gag drauf machen. Und die ganze Zeit nur mit dem Messer rumlaufen, das habe ich mal gemacht, das ist richtig geil. Vor allem, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit die Typen mit dem Messer killst. Die denken sich dann so. Selbst schuld, wenn du auch da so dämlich rumstehst und zielst. Tja. Weiter geht's. Schnappen wir sie. Nein! Oh, jetzt kommt die M4, ja. Beste Gun bei Rust und Daisy zusammen. Hau halt ab! Wirklich. Einfach so abhauen. Sehr unhöflich. Nein, das ist nur meiner. Oh, kann ich den nicht auch abknallen? Komm. Okay, dann kommst du. Da kommt der doch. Ach. Ich bin immer noch Vierter. Oh, jetzt könnt ihr auch. Okay. Jetzt wollen wir mal sehen, wie der Hase läuft. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir alles mit dem hübschen Baby anstellen können. Ja. Komm wieder zurück, um nachzusehen, wer geschossen hat. Bitte. Ja, also ich meinte jetzt nicht direkt, dass ich sofort abgehen werde mit der Auge. Ich meinte das schön schon so hypothetisch gesehen einfach. Kommt der von hinten? Boah, das ist echt feige von hinten zu kommen. Das geht nicht, das ist kein Fair Play mehr, das ist. Oh oh! In den letzten 9 Sekunden wird ich noch abgeknallt. Egal, Errungenschaft freigeschaltet. Loopsche Weltordnung. Ja, und ich hatte ja gesagt, dass wir das jetzt beenden. Was ich jetzt auch tun werde. Also, wenn ihr sowas noch weiterhin wollt, so Let's Test, ich könnte davon auch ein Let's Play machen. Oder ich mache einfach so eine Abfolge hintereinander, ohne Let's Play Parts irgendwie dran zu benennen. Jedenfalls, danke fürs Einschalten. Ich frage mich auch, wie euch dieses ganze Format gefällt. Also, dass jetzt auch eine Webcam dabei ist und dass ihr mir in die Augen sehen könnt hier. Die Augen sehen. Ja. Also, danke, dass ihr euch das Video angesehen habt. Also, wie schon gesagt, drückt doch einfach auf Gefällt mir oder schreibt einfach einen Kommentar, wenn ihr euch weitere Folgen von ihr wünscht. Und der Dave könnte möglicherweise auch mitmachen, sodass wir da zu zweit sowas machen würden. Und man sieht halt mein Gesicht dabei. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Und diesmal drücke ich die richtige Taste, sodass diese Aufnahme auch im Kasten ist. Also, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Ach ja, und übrigens, ein Dead Space 3 Let's Play steht auch noch an mit dem lieben Dave. Das war zusammen, wirklich. Da werde ich auch die Webcam dabei haben. Da könnt ihr euch auf einen großen Grüßelspaß freuen. Also dann, bis dahin. Und diesmal war es F12. Ciao.